Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir haben uns heute hier versammelt, um bei der Verpackung zuzugucken, nämlich von Mathebuch 314 und dem guten Herr Keksmagier. Die Guten wollen sich heute das offizielle Ja-Wort geben und die Musik ist jetzt schon echt schön. Ich hoffe, ich darf das Ganze aufnehmen. Ich habe mir das jetzt einfach mal rausgenommen. Es sind auch ziemlich viele Leute da. Ich habe jetzt extra die Wolken ausgestellt, weil sonst könnte man diese Kirche nicht sehen. Ich bin ziemlich froh, dass man alles sehen kann und nicht irgendwelche Blöcke nicht gerendert sind. Das passiert nämlich öfter, aber gut. Das Hauptaugenmerk wird natürlich auf den beiden hier liegen. Das Verpackungsthema ist übrigens Minz. Dementsprechend habe ich extra einen Anzug angezogen. Ich werde dann später nochmal fragen, ob ich ein gemeinsames Foto mit den beiden machen darf, denn jetzt zu fragen wäre blöd und ich kann zwar auch so ein Foto nehmen, aber ja. Ich arbeite auch nebenbei als Fotograf, also nicht wirklich, aber macht mir Spaß und deshalb würde ich es ganz gerne machen. So, dann sind hier die Verpackter. Beziehungsweise waren sie gerade. Übrigens relativ witzig, dass es so eine Hochzeit schon mal gab. Die habe ich auch mitgefilmt. Die kann man aber nicht offiziell auf meinem Kanal sehen. Die findet man nur über den Link in dem Forum. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nein, Quatsch. Es gab schon mal eine Hochzeit, also jetzt in echt, mit derselben Musik. Deshalb fand ich das gerade ganz relativ witzig. Ist auch ziemlich schön. Wie die Sonne hier reinscheint. Ich würde ja den Chat ausblenden, allerdings weiß ich da nicht, was die beiden denn gerade reden. Und das ist ja auch eher kontraproduktiv. Da werden schon fleißig Rosen und andere Dinge verteilt. Wer rotzt denn hier auf dem Boden, ey? Das ist eine Hochzeit, ich bitte euch. Ich hoffe, wir bekommen dann noch die Chance, unsere Hochzeitsgeschenke abzugeben. Ich habe nämlich extra zwei Schatztruhen mitgenommen. Ja, ist vielleicht ein bisschen unkreativ, aber mein Gott. Man soll dabei eigentlich ja gar nicht so viel reden, deshalb bin ich jetzt hier ein bisschen leiser. Okay, alle stehen auf. Schön, dass sie mir den Platz geklaut haben. Weiß die Person, was sie da tut? Wo ist überhaupt Keksmagier hin? Ach so, steht die ganze Zeit da vorne.
Mathebuch ist auch da, ja, okay. Das war ja ein super Omen gerade. Wer rotzt denn hier die ganze Zeit rum? Also danke, dass ich es geschafft habe, ein Foto davon zu machen. Sorry für die kleinen Lags, aber mein Gott. Ich meine. Das war doch schön. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es dann nach der Hochzeit eine Feier. Ich werde aber versuchen, die beiden rauszuholen zum Fotografieren. Wo kommen denn jetzt die ganzen Batmans her? Gehen die ganzen Pfeile wieder los, ey, vorhin. Also, boah, das war richtig schlimm. Hey, wartet auf mich. Ich möchte mit. So, anschließend, als wir aus der Küche rausgegangen sind, haben wir uns alle draußen versammelt und noch ein kleines bisschen gefeiert, bisschen rumgehüpft, ins Wasser gesprungen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das Wasser... Na egal. Und dann fängt er zu rechnen. Also schlechter kann es wirklich nicht laufen. Ein Gewitter. Oh ja. So, danach habe ich leider schon die Hälfte vom Feuerwerk verpasst, aber es gab noch ein schönes Feuerwerk. Ich finde schön, dass der Ring auch nicht einfach ausgestellt wird. Gefühl, ich stehe falsch.
hier geht die ganze Musik ab hier. Schön. Ja, sorry für die ganzen Screenshots, aber geht halt nicht anders. Scheint jetzt hier drin weiter zu gehen. Man könnte dem Weg folgen, dann würde man vielleicht sogar reinkommen. Okay, das sind die Türsteher. Ach, wie schön. Kann ich mich irgendwo hochstellen? Genau. Ah, der Wok läuft wieder über die ganzen Tische drüber. Das ist ja mal wieder Standard hier. Ach, schön. Habe ich halt überhaupt gar keinen Hunger mehr. Also zumindest in-game. Was ist das denn? Ah, Kartoffeln. Was? Oh, okay. Jo. Okay. Sieht ein bisschen aus wie das letzte Abendmahl in groß und bunt und fröhlich. Der ist ja cool. Du bist auch schick. Ich darf keinen Kuchen essen. Okay. Das ist ziemlich traurig. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen diskriminiert, aber okay. Ich habe schon wieder versucht, mit Schiff zu rennen. Ich lerne es einfach nicht. Ich glaube, ich müsste das mal umstellen.
So, jetzt gibt's angeblich Spiele, habe ich gehört. Die guten Rosen. Niemand fragt die Rosen, ob die das wirklich wollen. Darf ich durch dich durchlaufen? Ach, das freut mich. Danke. So wie es aussieht, gibt es hier noch einen kleinen Tanz. Ja, ich kann nicht so gut tanzen, deswegen. Lass es mal die anderen machen. Ich denke, hier störe ich keinen. Die Fotostunde war auch ein bisschen tricky, irgendwie ein bisschen zu wenig Platz. Ich stehe hier ziemlich außerhalb, aber was soll ich machen? Ist trotzdem ziemlich schön geworden. Dann sind wir die Treppe runter, die übrigens extrem lange braucht. Ich hätte mir einfach zu einem teleportieren können, der schon unten ist, aber nein. Bewegung ist gut. Dann gibt es ja diese Maschine von Genius Timo. Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen möchte. Deshalb warte ich einfach mal hier draußen erstmal. Was steht der Katze? Das ist viel besser. Wenn es hier Katzen gibt, dann... Okay, scheint keine Katze zu geben. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz, was das hier werden soll. Dementsprechend bleibe ich mal draußen. Ey Leute, guck mal. Die Katze hat jetzt ihren Platz gefunden. Also so wie es aussah, haben die jetzt hier alle versucht, die Laternen zu treffen, jeder halt nacheinander. Es hat mehr oder weniger bei den meisten ganz gut geklappt. Mein Gott, ich würde da wahrscheinlich genauso verkacken, aber ja. Jetzt rennen wir auch schon wieder weiter. Wird auch schön getanzt, ist ganz gut eigentlich. Es zieht sich ein bisschen, aber es ist halt eine Hochzeit, mein Gott. In echt redet man da ja und so und dann geht es auch alles relativ schnell, denke ich zumindest. Geht die halt nicht so gut. Dieser super romantische Tanz hat mir auch sehr gut gefallen. Die Pfeile halten sich mittlerweile in Grenzen. Ein weiteres Paar, so wie es ausschaut, hat sich dem Ganzen noch angeschlossen. Und bis auf das Feuerwerk scheint auch alles zu funktionieren. Ja, und dann auf einmal Masseneskalation. Alkohol gab's keinen, das heißt, es basiert hier auf wirklich Freude. Und das ist doch schön zu sehen. Die meisten haben sich auch an das Farbthema gehalten. So gut es halt ging, weil es gab ja keine eindeutige Definition der Farbe Mintgrün. Ich habe mich hierfür am Internet orientiert, aber ich sag mal so, das ist so schlimm wie, wenn man versucht herauszufinden, was eigentlich Marineblau ist. Zur besseren Ausleuchtung habe ich eine Fackel in der Hand. Ich habe ja einen Shader, deswegen funktioniert das Ganze auch ohne Shader. Wäre es wahrscheinlich drin doppelt so hell, aber ja. Jetzt kann ich sowieso keine Fotos mehr machen. Zumindest nicht vom Brautpaar. Das habe ich jetzt übrigens auch organisiert.
Theoretisch müsste es dann bald die Chance für mich geben, ein Foto zu machen. Natürlich, wenn der ganze Trubel hier vorbei ist. So, nachdem das dann alles vorbei war, habe ich mich noch ein bisschen im TS rumgetummelt, beziehungsweise habe ich es mir erklären lassen, weil ich aus irgendeinem Grund es nicht geschafft habe, da rein zu joinen. Aber es wurde mir dann erklärt und es hat alles super funktioniert. Ich war da witzigerweise auch schon einmal drin. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht geklappt hat. Irgendwann haben alle angefangen zu singen und das Dumme war, ich fand es irgendwie witzig. Wir haben dann noch viele Fotos gemacht, die laufen hier wahrscheinlich auch gerade durch und wenn das Ganze fertig ist, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche an dieser Stelle dem glücklichen Paar, ich hoffe mal, ich darf euch so nennen, eine glückliche Zeit und bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, die das alles ermöglicht haben, auch für den Bau der Kathedrale, beziehungsweise für die Zurverfügungstellung der Kathedrale, denn das war ein super Ort dafür. Bewertet das Video doch, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht trifft man sich ja mal im TS oder Ingame oder ihr schreibt einen schönen Kommentar oder eine Bewertung. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ciao.